Cem Özdemir, der größte Landwirtschaftsminister aller Zeiten von Bündnis 90, die Grünen, ist auf Sommertour, wie uns sein Ministerium auf der hochoffiziellen Seite der Regierungsbehörde mitteilt. Schön, kann man da nur voller Bewunderung sagen. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res mit einem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft. Wir hatten ja bereits in einem vorausgegangenen Video das Vergnügen mit der Selbstbeweihräucherung des Herrn Özdemir bezüglich seines glorreichen Einsatzes für die Landwirtschaft und den Bauern. Und jetzt kommt er erneut mit einer vollumfänglichen Erfolgsmeldung um die Ecke, die dann auch noch so medial transportiert wird. Ohne dass die Kritik seitens der Landwirte beispielsweise wahrgenommen wird. Immerhin, dieses Mal hat der von mir auch schon sehr häufig kritisierte Bauernverband, der dem Landwirtschaftsminister aus der Ampelregierung von Olaf Scholz an die Karre fährt. So, normalerweise ist man das von dieser altehrwürdigen, in die Bewegungsunfähigkeit geratenen Dauerinstitution so gar nicht bewegt, gewohnt. Offenbar scheinen dann doch die Zusammentreffen von Landwirten, die sich der Bewegung Landschaft Verbindung zugehörig fühlen oder zumindest die Ideen auch teilen, und das große Potenzial, den Herrn Ruckwied, den Herrn Präsidenten, den Ehrwürdigen mal so richtig dann doch zum Jagen getragen zu haben. Denn der altgediente Funktionär und Lobbyist Ruckwied kritisiert dieses Mal für ihn und seinen Verband recht deutlich und heftig, was zum Beispiel der Herr Özdemir als großen Erfolg verkauft. Also Zitat von Ruckwied: Mit Blick auf die morgige Abstimmung im Deutschen Bundestag über das sogenannte Agrarpaket zeigt sich der Präsident des Deutschen Bundesverbandes, Joachim Ruckwied, enttäuscht. Das vollmundig angekündigte Agrarpaket zur Entlastung der Landwirtschaft ist ein richtiger und überfälliger Schritt. Das ist übrigens so das Übliche, was man so lernt im Rhetorikseminar, dass man dem anderen erstmal so ein bisschen entgegenkommt. Zumindest pro forma, in Wirklichkeit überhaupt nicht, um ihn dann dort abzuholen, wo er steht. Man will ihn gar nicht abholen, man will ihm eine um die Ohren hauen. Ne? Na okay, gehen wir weiter in dem Zitat. Dann kommt nämlich genau das, worauf es eigentlich ankommt, nach dem all dem Gesülze. Zitat weiter: Wird aber dem eigenen Anspruch nicht gerecht. Punkt. Das ist mal eine ganz klare Ansage, mein lieber Mann. Das wird nicht mal dem eigenen Anspruch gerecht. Dann geht's weiter. Es bleibt ein Entlastungspäckchen. Boah, da kommt eine gewisse Ironie zum Tragen. Und das bei einem hochoffiziellen Lobbyverband, dem massive zusätzliche Belastungen für die Landwirtschaft aus den zurückliegenden 2 Jahren gegenüberstehen. Ja, Herr Ruckwied, was haben Sie denn gemacht in diesen vergangenen 2 Jahren? Sie haben immer nur gesagt, oh, wenn das Geld stimmt, das könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt. Und jetzt kommen Sie hier um die Ecke. Sie haben ihr Recht, Sie haben Recht, aber okay. Weiter im Zitat. Zudem bleibt es in vielen Bereichen weiterhin lediglich bei Ankündigungen, ja, wie so üblich in der Politik, denen jetzt Taten folgen müssen. Das ist ja richtig hart, was Sie da fordern. Unsere Landwirtinnen und Landwirte brauchen dringend wirksame bürokratische und steuerliche Entlastungen. Grüne und Sozialisten, also von der SPD zum Beispiel, sind nicht in der Lage, allein schon von der Idee her, von der Ideologie, der Utopie her, steuerliche Entlastungen durchzusetzen und Bürokratie abzubauen. Um das grün-linke Projekt voranzubringen, bedarf es viel Geldes, was man dem Bürger abgenommen hat, und es bedarf ganz viele Regelungen, damit der Bürger weiß, wo er keine Linien überschreiten darf und der Staat einschreiten kann, um ihn zu kujonieren, wenn er es dennoch wagt.
Warum kapiert ihr das nicht? Mit Roten und Grünen ist kein Staat zu machen. Höchstens ein sozialistischer, planwirtschaftlicher Staat. Wie dem auch sei. Also, es geht weiter, seit Antritt der Ampelregierung wird die deutsche Landwirtschaft mit bereits beschlossenen und geplanten Maßnahmen, unter anderem beim Agrardiesel, bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, der Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, ho, wie schön, Umsatzsteuerpauschalierung, Tierschutzgesetz, Pflanzenschutzbeschränkungen und Stoffstrombilanz mit Haushaltskürzungen und zusätzlichen Kosten, es geht wieder ums Geld, Herr Ruckwied, von bis zu 2,8 Milliarden Euro zusätzlich belastet. Demgegenüber stehen Entlastungen von allenfalls 350 Millionen Euro, die außerdem zu einem großen Teil von der EU vorgegeben waren. Das sogenannte Entlastungspaket verdient diese Bezeichnung nicht. Zitat Ende. Warum, Herr Ruckwied, sagen Sie das nicht im ersten Satz? Warum hauen Sie das dem Landwirtschaftsminister nicht genau so vor den Latz? Warum sagen Sie erst, ja, mit Blick auf die morgige Abstimmung im Deutschen Bundestag über das sogenannte Agrarpaket zeigt sich der Präsident der Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, enttäuscht. Das vollmundige angekündigte Agrarpaket zur Entlastung der Landwirtschaft ist ein richtiger und überfälliger Schritt, wird aber, Pünktchen, Pünktchen. Was soll das? Haben Sie immer noch nicht verstanden, dass die Politik Ihnen gegenüber die Samthandschuhe ausgezogen hat und Sie mit eiserner Hand an der Gurgel hält? Haben Sie das immer noch nicht verstanden? Naja, jetzt schauen wir mal, was der Herr Landwirtschaftsminister so zu seinem Machwerk aus seinem eigenen Hause meint. Also zumindest ist es das, was auf der Homepage seines Hauses verbreitet wird. Zitat: Was die Koalition geschnürt hat, ist ein starkes Paket, das die Landwirtinnen, wichtig, und Landwirte, auch wichtig, nicht nur entlastet, sondern sie darüber hinaus im Markt stärkt. Okay. Mein Dank, das ist jetzt richtig herzlich, so familiär, gilt den Koalitionsfraktionen für die guten Ergebnisse. Ja, Cem Özdemir, überlass doch mal die Beurteilung dessen, was du da in deinem Machwerk zusammengetragen hast, den Betroffenen. Und hör mal auf, dir selbst die Gloriole umzuhängen und zu sagen, ich bin so gut. Wir haben so ein tolles Ergebnis gemacht. Es ist peinlich, sowas macht man einfach nicht. Gut, aber ihr Öffentlichkeitsarbeiter scheint das noch nicht gelernt zu haben. However. Und dann geht's weiter. Das war eine gemeinsame Kraftanstrengung. Wir lösen damit auch Zusagen ein, die die Bundesregierung gegenüber der Landwirtschaft im März gemacht hat. Ich glaube, die Landwirte sind anderer Meinung. Und liefern konkrete Entlastungen. Ja, aber wenn man 2 Milliarden Belastungen über 2 Jahre verteilt auf die Landwirtschaft draufgesetzt hat und dann hergeht und da, wo überhaupt nichts mehr anders geht, weil die Landwirte auf der Straße rumgefahren sind, 350 Millionen Entlastung macht, dann ist das eben keine Entlastung. Da bleiben 1,65 Milliarden. 1 Milliarde 650 Millionen bleiben da übrig als Belastung. Und jetzt sagen Sie weiter, wir sorgen für mehr finanzielle Planungssicherheit. Ja, die Bauern wissen, dass sie weiter stark belastet werden, der Betriebe durch die Einführung der steuerlichen Gewinnglättung. Wir stärken die Position der Landwirte in der Lebensmittelkette und rüsten sie besser gegen unlautere Handelspraktiken. Und wir ma bauen massiv Bürokratie ab. Zitat Ende. Ja, über Ihren Bürokratieabbau haben wir ja schon mal geredet. Wie dem auch immer. Also,
Sie merken schon, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf solche Verlautbarungen eingehen soll noch. Also, ich will das ja ernst nehmen können, aber es geht einfach nicht mehr irgendwie. Oder so. Okay. Und wissen Sie, was mir und vielen anderen Bürgern zunehmend massiv, um das jetzt mal so zu sagen, auf den Keks geht? Es ist dieses permanente öffentliche Selbstbeweihräuchern, diese Erfolgsdarstellungen, und dabei ist alles, was da kommt, immer irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Und ja, sowas zermürbt die Betroffenen und es macht eine Gesellschaft zunehmend sauer. Cem Özdemir und seine Vorgängerin im Amte sind und war oder waren echte Frusttreiber bei denen, die unter zunehmend belastenden politischen Utopien zu leiden haben und dennoch erzählt bekommen, dass die jeweiligen verantwortlichen Minister für die sie Landwirte schließlich nur, sie die Landwirte nur das Beste gewollt und erreicht hätten. Und also ich kann allein schon vom Beobachten dieser Situation her inzwischen jeden verstehen, dessen geballte Faust in der Tasche sich gar nicht mehr entspannen mag. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung innerhalb der Gesellschaft. Denn das passiert ja nicht nur bei den Landwirten, sondern auch bei Otto und Susi Normalbürger. Gut, Landwirte sind auch Normalbürger, aber Sie wissen, was ich meine. Ich erkläre es jetzt nicht mehr. Die Bundesregierung Olaf Scholz agiert inzwischen so weit fern der gesellschaftlichen Realität, dass man ihnen einen, und das meine ich nicht im strafrechtlichen Sinne, physisch realen, aber dennoch einen harten Aufprall auf dem Boden der Realität wünschen würde. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren bei einem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft, auch wenn er heute nur als Pass pro Toto für vieles, was in der Gesellschaft falsch läuft, stehen durfte. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.